Moin und willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich dir, wie man Maps erstellt und wie man Maps bearbeitet. Als erstes gehen wir jetzt hier auf die Seite gta5mods.com und geben da erstmal ein Code Walker. Also habe ich jetzt hier vorhin schon gemacht. Enter und dann kommen diese zwei Dinger. Davon nehmen wir diesen hier mit dem Dino. Die Webseite ist nochmal unten verlinkt und müssen wir uns herunterladen. Ich habe Code Walker schon. Deshalb brauche ich es hier nicht nochmal runterladen. Genau, habe ich das hier abgespeichert auf dem Desktop. Ihr braucht dann nichts im GTR-Ordner einfügen. Einfach die Datei auf den Desktop ziehen. Ich kann euch das ja mal trotzdem zeigen. Hier. Das hier einfach auf eurem Desktop ziehen. Das lasst ihr alles drin und fertig. Wenn ihr dann das auf den Desktop gezogen habt, geht ihr einfach auf die codewalker.exe. Einfach Doppelklick und dann startet das schon. Kann sein, dass ihr nach dem GTA 5 Fahrt gefragt werdet. Einfach machen und dann passt das schon. So, dann scannt er jetzt die Files und alles. Dann scannt er alles. Hier unten links sieht man, was er hier alles gerade macht. Der lädt hier alles. Bevor wir starten können, müssen wir ein, zwei Sachen erledigen. Und zwar gehen wir hier auf die Pfeile oben rechts. Und dann müssen wir Enable DLC anmachen. Dann lädt das nochmal. Dann gehen wir auf Selection und klicken das hier. Also machen wir den Haken hier rein. Maus Select. Und dann passt das. So, ihr seht jetzt dieses große Gebäude hier oben. Das ist normal bei Enable DLC. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Das ist alles ganz normal. So. Zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Map erstellen wollen, dann gehen wir zum Beispiel irgendwo hin, wo wir es bearbeitet haben wollen und so. Das ist jetzt hier die ganze Standard-Map. Zum Beispiel jetzt hier beim PD. Da können wir jetzt einfach sagen, ja, hier das klicke ich an mit rechter Maustaste. Dann drücke ich T und dann kommt hier oben eine Leiste. Da klickt ihr hier drauf, auf Move. Und dann könnt ihr hier alles bewegen und so machen, wie ihr es eben wollt. Auf jeden Fall könnt ihr das dann hier entfernen. Wie ihr lustig seid und bearbeiten, wie ihr lustig seid, hier die Flagge weg, den Mast hier vielleicht noch weg. Mit der rechten Maustaste gedrückt gehalten könnt ihr die Tageszeit ändern. Nur so nebenbei. Auf jeden Fall, wenn ihr das dann gemacht habt, geht ihr hier oben auf New, also auf Neu. Und dann File, Neu und dann als YMAP-File speichern. Und zwar habt ihr jetzt hier die Y-Map. Das bräuchtet ihr für euren Server. Jetzt geht ihr hier zum Beispiel hin und sagt, okay, ich möchte diesen Pfeiler hier haben. Jetzt zeigt er hier die Position, die Rotation und alles an. Dann gehen wir wieder hier auf unser Menü und gehen auf Selection. Hier steht, wie der Prop heißt. Einfach Copy C, also Steuerung C. Dann wählen wir zum Beispiel dieses Objekt ein und machen einfach Steuerung V. Da haben wir das Objekt schon. Nein, die Tür wollte ich nicht, egal. Und dann können wir jetzt hier mit der rechten Maustaste das Objekt nehmen und so verschieben, wie wir lustig sind. Zum Beispiel machen wir es jetzt einfach mal hier mitten rein. So. Dann gehen wir eben hier unten wieder auf das Ding. Und dann gehen wir einfach, hier ist die Map, und dann gehen wir einfach auf File und dann Save Map 1. So, dann gehen wir jetzt dahin, wo wir speichern haben wollen. Zum Beispiel jetzt hier hin, wo ist es? Hier hin. Und dann einfach als YMAP speichern. Und fertig ist es. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Dateien bearbeiten wollt, genau, bearbeiten wollt. Also ihr wollt einfach schon fertige Maps bearbeiten. Dann macht jetzt das, was ich euch zeige. Und zwar geht hier auf File, dann auf Open und dann auf YMAP-File. Dann müsst ihr euren Pfad raussuchen, wo das ist. In dem Fall ist es jetzt hier meine PD-Baustelle. Das habe ich jetzt selber gemacht. Und ja, da geht ihr auf Stream und das sind die Files. Genau. Dann wählt ihr alle aus und öffnen. Bei manchen Dingen ist es so, dass es noch
wenn ihr drauf geht, dass es noch YTP-Files gibt oder YNV-Files. Das müsst ihr dann einfach jeden File dann einmal durchgehen und dann sollte alles klappen. Genau, um das jetzt zu bearbeiten, das ist jetzt unsere Map hier. Zum Beispiel, wo wir jetzt hier den Kran weg haben. Dann gehen wir jetzt hier hin, einfach entfernen drücken, beziehungsweise einfach löschen. Hier, zack, einmal und zweimal. Dann jetzt hier noch dieses große Bauteil weg hier. Und das hier weg. So. Dann gehen wir hier einfach auf das Dingen hier. Und Save All. Dann fragt er halt einfach speichern. Speichern. Und dann gibt es noch am Ende ein Code Walker Project. Also ein Projekt von Code Walker. Einfach speichern drücken. Beziehungsweise einen Namen eingeben und dann speichern. Und dann sollte es schon gespeichert sein. Sicherheitshalber könnt ihr hier einfach mal das speichern und dann ja. Da könnt ihr das Ganze, die ganzen Mist wieder schließen. Da kommt eventuell jetzt hier noch so eine Meldung. Einfach ja drücken, dass ihr wirklich alles, was es gibt, speichert. Ne, es kann ja mal sein, dass ihr irgendwas vergessen habt. So, der hat uns jetzt schon vorhin angemeckert, dass es die Datei schon gibt. Das ist soweit gut. Weil die müsst ihr nämlich ersetzen, die Datei. Genau, hier einfach ersetzen, im Datei mit dem Ziel ersetzen. Stream gehen hier wieder. Beziehungsweise hier Stream. Einfach speichern. Ihr müsst die ersetzen, die Dateien. So, das Projekt brauchen wir nicht speichern, also no. Da hat das ganze Ding sich wieder geschlossen. Und dann haben wir das jetzt eigentlich schon fertig. Die zwei Dinge können wir hier löschen. Das Code Walker Projekt können wir löschen. Brauchen wir nicht löschen. Kann uns zugute helfen, wenn wir das wieder öffnen wollen. Dann lädt das wirklich alles. Genau. Dann haben wir jetzt hier unsere Baustelle bearbeitet. Die können wir dann einfach ins FileZilla reinziehen. Wie man sowas macht, seht ihr einfach auf meinem vorletzten Video, wie man Maps hinzufügt. Genau. Einfach da reinschauen. Und das war es eigentlich auch. So könnt ihr Maps bearbeiten. Und. Und das war es jetzt auch schon wieder von dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, wenn ihr Fragen habt oder so, dann sagt gerne Bescheid. In den Kommentaren einfach schreiben. Und ich habe noch eine Bitte an euch. Und zwar ist jetzt gerade hier eine Umfrage gekommen. Bitte einmal anklicken, was euch eher passt. Meint ihr, ich soll streamen? Auf unserem Server, ja, nein. Und was es da halt alles gibt. Auf jeden Fall, dann ciao, bis zum nächsten Mal.